Hallo, guten Tag und Dobber Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag da draußen. Ich muss erstmal euch Danke sagen, dass ihr weiterhin am Start seid. Denn jetzt gab es tatsächlich ungefähr zwei Wochen kein neues Video. Und das, obwohl ich seit Weihnachten letzten Jahres jeden Tag ein neues Video auf meinen Kanal raufgehauen habe, gab es jetzt tatsächlich mal einen richtigen harten Break. Eine kleine Zwangspause, denn ich hatte auf jeden Fall eine kleine Entzündung. Was heißt klein? Ich hatte eine Entzündung im Hals, an den Mandeln, im Rachen. Es ging so weit, dass ich nicht mehr richtig reden konnte und somit auch keine Gameplays kommentieren konnte. Und ich hatte auch wirklich keine Lust, Vigor zu spielen. Ich hatte einfach nur Lust, wieder gesund zu werden. Und ihr wisst, Gesundheit geht vor. Deswegen gab es einfach kein Video, aber jetzt geht es endlich weiter, denn ich bin noch nicht ganz wieder über den Damm, wie man so schön sagt, aber es geht langsam wieder. Und ich freue mich, heute euch verkünden zu können, dass ihr wirklich, ich weiß, ich habe nicht so viele Abonnenten und von einer heftig großen Community kann auch nicht die Rede sein, aber ich kann mit Stolz sagen, ich habe eine richtig coole Community, denn es haben mir hier bei YouTube oder auch bei Instagram Leute geschrieben und mich gefragt, ob alles okay ist. Einige von euch haben sich gewundert, die Nachrichten waren auf jeden Fall sehr nett und es war einfach so die Nachfrage, was ist denn? Ist irgendwas passiert oder warum gibt es keine neuen Videos? Und ich habe euch da ja auch mal geantwortet. Ich habe auch überlegt, ob ich euch irgendwie hier auf meinem Kanal irgendwie so ein kleines Video mache oder zumindest irgendwie so eine Texttafel einblende, dass es bald weitergeht, aber ich gerade krank bin und es einfach nicht schaffe. Aber ich habe gedacht, wir warten einfach ab und wenn es weitergeht, dann geht es weiter. Und heute ist der Tag und ich freue mich so sehr. Ich freue mich endlich wieder, neue Videos zu machen und jetzt geht's einfach so weiter, wie bisher. Jeden Tag ein neues Vigor Gameplay und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin und das war's eigentlich. Das war's, was ich sagen wollte. Wir starten wieder durch. Ich starte wieder durch, zusammen mit euch. Jan Jugo is back, mother... Und ich... Mal nicht übertreiben, Digga. Und ich spiele jetzt eine Runde Vigor und egal was passiert, ich schneide euch das Gameplay jetzt hier einfach hinter die Anmod. Und morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Tja, einfach mal... Da spawnen, wo gar nichts ist, weit weg vom Schuss, von allem. Wo bin ich denn? Was ist das denn für ein Spawnpunkt hier? Okay. Okay. Es ist mal wieder eine sehr neblige Map und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Nebel gut finde oder nicht. Einerseits ja, weil man ein bisschen mehr undercover unterwegs ist. Andererseits finde ich es überhaupt nicht geil, weil man sieht halt nichts. Fast nichts. Gut, lass uns mal einfach loslegen. Gucken, was passiert. Let's go! Gleich einen Knicks gemacht beim Aufkommen, aber keinen Fallschaden. Ich, Oh. Eine rote Kiste und ein bisschen Dünger, das nehmen wir mit. Und dann geht's weiter. Hier im Bootshaus. Leider kein Loot. Hier auch nicht. No. Okay, Bootshaus ist komplett empty. Ja, im Prinzip müssten wir schon zum Hotspot und gucken, ob wir da was reißen können. Oder? Würde ich sagen. Hier gibt es auf jeden Fall ein wenig Loot für mich.
Auch wenn es nur ein bisschen Dünger ist. Aber wer weiß. Vielleicht finden wir auch noch ein Foto. Oder sonst irgendwas. Mal sehen. Also wer Dünger braucht, der ist hier auf jeden Fall immer gut bedient, muss man echt sagen. Hier in dieser Ecke, da liegt immer viel Dünger rum. Alarm! Komm, wir looten den Tunnel. Ungewöhnlich, dass die Autos hier alle schon offen sind. War hier schon jemand? Ich fürchte fast. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall suche ich den Signaldetektor, der hier immer irgendwo in einem der Autos ist. Da ist er. Danke. Okay. Ja gut, das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Die Sache ist, irgendwer ist auch hier hinten gespawnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... dass hier keiner ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will mal kurz meine Lieblingsstelle abchecken, ob da der Schatz zufälligerweise vergraben liegt. Türen sind hier noch zu. Eventuell war hier noch keiner. Was ich sehr seltsam finde, aber okay. Interessant. Telefon, nein. Es kann ja nicht sein, dass hier keiner gespawnt ist und sich keiner hier durchs Dorf gelootet hat. Kann man gar nicht vorstellen, aber scheint ja so. Die Türen sind alle noch dicht. Gut, hier ist auch gerade nichts. Der Störturm ist da oben auf dem Berg, aber sonst. Vor allem der Störturm bringt hier einfach gar nichts. Check ich nicht, wa? Was soll das? Na gut, zurück zu meiner... Ah, hier war schon jemand. Oh nein! Jemand hat hier schon ausgebuddelt. Und es ist sogar der... Es ist sogar der Schatz drinne gewesen, aber jemand war mir zuvor gekommen. Shit. Wie mies ist das denn? Aber es lag noch ein bisschen was für mich drin.
Unter anderem sogar noch eine Jodtablette. Nice. Gut. Lass uns mal kurz gucken, wo überhaupt jemand ist. Oh, guckt euch das Rad an. Ich habe eine Menge am Start. Guck mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der nächste ist hier hinten. Das ist unmöglich. Sind alle schon von der Map runter? Wir müssen zum großen Signaldetektor. Der nächste ist da hinten gewesen. Das kann eigentlich nur bedeuten, die Map ist leer. Krass. Das ist krass. Okay, ich denke mal, das kann ja gar nicht sein. Ich muss auf jeden Fall zum großen Signaldetektor und das einmal überprüfen. Aber theoretisch weiter weg als der ging ja gar nicht. Eventuell ganz oben hier vielleicht noch, aber eigentlich war das schon der weiteste Punkt. Der ging eigentlich heftig. Alle runter von der Map, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut. Lass uns mal ganz kurz hier gucken. Denn hier sind auch immer noch ein paar, wenn es noch nicht gelootet ist, immer noch ein paar Medis. Jawohl. Hier war noch keiner. Noch eine Jodtablette, das könnte mir gleich im Endgame tatsächlich nochmal wirklich viel helfen. Jetzt weiter zum großen Signaldetektor. Wo ist der denn? Der ist da gerade. Ist noch ein Stück, aber alles gut. Wir haben zwei Jodtabletten und wenn der eine Typ da jetzt sich nicht den Abwurf holt, dann marschieren wir hier gleich noch mit Abwurf von der Karte. Ohne Probleme. Kann mir fast gar nicht vorstellen. Was ist das denn für eine Lobby? Ich nehme an, da hat jemand den Schatz ausgegraben und ist direkt wieder raus. Den ich gerade noch so den Rest vom Fest weggeplündert habe. Und ansonsten gab es ein paar Gunfights und ja, scheint mir sehr, sehr danach auszusehen, dass vielleicht ich sogar nur noch der Letzte bin, der hier auf der Karte rumrennt. Autsch. Mist. Ach, eigentlich, wozu brauchen wir Desinfektionsmittel, wenn wir keine Gegner mehr haben? Warte mal, wo ist denn jetzt der Detektor? Von wo kommt eigentlich die Strahlung? Von oben. Ah, okay. Aber wir könnten, glaube ich, sogar... Ah, hier ist der Detektor. Der große. Jetzt checken wir es ab. Es ist tatsächlich ein Exit-Camper am Start. Sonst niemand mehr. Fantastisch. Ganz fantastisch. Das und wie viel Benzin haben wir? 8, alles klar, let's go. Wir holen uns den Abwurf. Das ist ja eine easy Runde. Wir holen uns den Abwurf und dann fahren wir mit dem Boot schön von Fiske nach Hause. Let's go. Wie kann man nur da hinten am Exit campen. Es muss ja so langweilig sein, da ganze Zeit zu sitzen und zu hoffen, dass irgendwer mal vorbeikommt. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Da ist er ja schon.
Oben, links, rechts, oben, links, oben, rechts, links. Dankeschön, aber ich werde angezeigt, was aber kein Problem ist. Was gar kein Problem ist. Wir fahren mit dem Boot nach Hause. Vielleicht ist ja sogar noch was im Container drin. Vielleicht noch eine Waffe, die ich mitnehme. Mal gucken. Meistens liegt ja noch immer irgendwas. Das checken wir jetzt nochmal schnell ab. Kein Stress, alles cool. Guck mal, dann nehmen wir doch nochmal die mit. Geil. Hier liegt noch eine Deathbox. Ne, da ist nur noch ein Gewehr 3 drin. Spiele ich eh nicht so gerne. Hier noch ein paar Chemikalien. Komm, wir räumen jetzt nochmal richtig auf hier. Wir sammeln das noch ein. Hier noch ein bisschen Glas. Das war ja wirklich eine easy Runde. Boah, hier liegt ja auch noch Dünger für mich. Perfekto. Ansonsten hier ist nichts mehr. Doch. Das und Wahnsinn, das. Ein paar Chemikalien noch. Ey, hier wurde ja alles liegen gelassen. Krass. Einfach nur krass. Und tschüss. Vielen Dank. Fiske Easy Mode. Puh. Was für eine Runde. Aber gerne. Nehme ich alles gerne mit. Absolute Loot-Runde. Ohne überhaupt jemanden getroffen zu haben. Geil. Über 5000 XP auch bekommen und ja. Abwurf bekommen. Und schön viel gelootet, richtig gut.